Ihr werdet ganz alleine hier heute Nacht sein und werdet das natürlich alles für uns schön aufnehmen, damit wir richtig schön sehen können, ne, wie es bei euch läuft oder halt nicht läuft. Hm? Okay, ich hab Angst, ganz alleine. Kann es losgehen? Ja, es kann losgehen. Na dann, let's go. Ausgesetzt in einem Obi-Markt kämpfen drei Kandidaten ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und den Naturgewalten zu trotzen. Oh mein Gott, hä? Warte! Wer am Ende noch übrig ist und die meisten Kommentare der Community für absolvierte Challenges erhalten hat, ist der Gewinner. Willkommen bei Ausgesetzt im Obi. Ich glaube, der ist ein Tier oder so. Frank, ich hab ein bisschen Angst hier drin alleine. Mann, das ist so gruselig, hier alleine rumzulaufen. Digga. Ich weiß auch nicht, wie weit ich hier aus meinem Bereich rausgehen darf. Ich hoffe, mein Shelter steht noch und wurde nicht von Bären angegriffen. Wir brauchen noch eine Sache. Essen? Ich komme ohne Essen klar, aber ich brauche Wasser. Ich denke nicht, dass ich jetzt auf einmal so einen Fluss finde. Deshalb... Da. Aber von wo? Ich brauche, glaube ich, so einen Behälter. Einen Behälter, wo wir Regenwasser aufsammeln und das filtern wir irgendwie später. Das können wir schon. Das ist easy. Also ich weiß nicht, wie viel Uhr wir es mittlerweile haben, aber es ist, glaube ich, schon mitten in der Nacht. Bin auch schon echt müde, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Das Haus ist fresh, mein Auto ist auch ziemlich cool. Ah, hier gibt es noch ein bisschen Deko. Eine Hecke, kann man es auch noch bauen. Hier, yeah, so. Ich werde hier wahrscheinlich eh keine Sekunde schlafen, deswegen denke ich mal, weil das, wenn das Licht weiterhin so hell ist, wird das, glaube ich, eher schwierig werden. Leute, ich hab einen wichtigen Fund gemacht. Ich habe eine Wasserquelle. Ich hab eine Wasserquelle gefunden. Ich muss jetzt meinen Wasserfilter rausholen und dann muss ich das Wasser erstmal filtern. Aber es ist ganz wichtig fürs Überleben. Fürs Überleben ist eine Wasserquelle sehr wichtig. Also Leute, es ist schon ein paar Stunden später. Irgendwie ein bisschen anstrengend. Ich habe ein bisschen Angst hier drin alleine. Also ehrlich, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um Challenge Nummer 2 aufzumachen. Ich mache jetzt Challenge Nummer 2 auf. Outfit Challenge. Die Mitarbeiter-Metamorphose. Was? Nachdem du es dir gemütlich gemacht hast, ja, bei mir ist es wirklich gemütlich, wird es Zeit, noch weiter mit der Baumarktlandschaft zu verschmelzen. Deshalb haben wir eine ganz besondere Challenge für dich. Eine wichtige Regel im Survival ist es nämlich, sich der Umgebung anzupassen. Und daher solltest du auch eins mit dem Obi-Markt werden. Stell dir aus dem, was du finden kannst, dein perfektes Obi-Mitarbeiter-Outfit zusammen. Hier in der Küchenabteilung ist so wenig, was ich dafür nutzen kann. Aha. Obi-Karte auf jeden Fall schon mal hier. Oh, bitte lass die Zitrone echt sein. Verdammt. Leute, wir hatten Glück. Wir hatten Glück mit dem Shelter. Wir hatten Glück mit Pflanzen und Schlafgelegenheit. Aber hier ist weit und breit nichts. Hier ist weit und breit nichts, was ich anziehen kann. Doch. Wir machen das. Guck mal, im härtesten Fall ziehe ich mir einfach so ein Preisschild an. So ein Preisschild. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Oh, Pennyboard! Leute, lass ein bisschen rumfahren. Und warte, schon mal einfach im Pennyboard. Niemals, Leute. Oh mein Gott. Es tut mir leid, wie noch immer diese Jacke gehört, gell? Es tut mir leid. Ich brauche die. Niemals. Was haben wir für ein Glück? Passt jetzt auf. Niemals. Ich habe eine Obi-Jacke. Niemals. Ich kann mein Glück nicht fassen. Gib durch diese Jacke. Ich bin Obi-Mitarbeiter. So nämlich, Leute. Ich habe eine Jacke. Niemals habe ich das gefunden. Wir sind der Obi-Mitarbeiter schlechthin. Obi-Mitarbeiter. Was sagt ihr zu dem? Kann man vielleicht mit dem was anfangen? Wir suchen weiter. Ich glaube, ich habe was gefunden. Freunde, schaut euch das an. Das passt perfekt. Oh mein Gott. Schaut, was ich gefunden habe. Ich habe gewonnen, Moritz und Maria. Das sind einfach Obi-Jacken. Ich bin so stolz darauf.
einfach mit den Sachen, die ich hier gefunden habe. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, diese Mitarbeitertische sind Goldgruben. Ein Obi-Getränk, wir sind on fire-Getränk. Ich kann das nicht mehr, geil. Und Mini-Waffeln. Das wird sich sowas von geklaut hier von dem Mitarbeiterplatz. Mein erstes Getränk, Freunde. Das tut gut. Das nehme ich mit an meinen Platz. Ich habe immer noch kein Obi-Mitarbeiter-Outfit. Das ist nicht gut. Okay, Freunde, ich bin jetzt wirklich 3 Stunden rumgelaufen. Ihr seht mich gerade nicht. Ich sage ehrlich, ich habe kein Outfit gefunden. Ich finde hier nichts. Ich bin in der Küchenabteilung, hier ist gar nichts. Ich würde einfach sagen, kann das zählen eventuell? Ey, ich habe erstmal den Obi-Hut auf. Und schaut mal, offizielles Obi, ne? Anstecker. Schreibt in die Kommentare, ob es zählt. Ich habe eine Wasserquelle, ich habe eine Überdachung, ich habe eine Obi-Jacke gefunden, darunter auch so ein Ding, falls sie sagen, das zählt nicht. Nein, nein, nein. Ich habe da drunter sogar noch was. Was geht ab? Ich mache jetzt ein Rad. Ich schlage jetzt ein Rad. Pass auf. Ich habe ein Rad geschlagen. Jetzt stellt euch mich beim Kundengespräch vor. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich suche die Laminatböden. Laminatböden, damit kenne ich mich richtig gut aus. Warten Sie hier, das ist ein gutes Laminatmodell. So mache ich dann mein Gespräch. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch zeige, was ich mit dem Ding mache. Ich habe mitgedacht. Ich ziehe jetzt meine, wie nennt man das? Survival-Jacke an. Ich glaube, mit der bekomme ich dann noch extra Punkte. So, und jetzt? So, wir brauchen jetzt einen Ast. Hier, könnt ihr das sehen? Ich hänge das einfach hier ran. So, oh mein Gott. Ich habe so gut mitgedacht. Jetzt ziehen wir die Obi-Kleidung an. Okay, Freunde, bitte schreibt in den Kommentaren. Ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen so zugeht. Habe ich nicht gewonnen. Ich gebe euch jetzt mal einen Outfit-Check. Sieht man hinten was? Ich weiß nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich noch nicht von mir, aber ich mache sehr gerne Sport. Und egal wo ich bin, auch wenn ich in der Wildnis ausgesetzt bin, ich werde natürlich weiterhin Sport machen. Ich suche mir jetzt einen Bereich und ich mache mal hier meine paar Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde mir jetzt hier neben meinem Shelter mein Bett aufbauen. Pass auf, jetzt machen wir das Megabett. So, Freunde, im Haus bitte Schuhe ausziehen. Alter, ist das geil. Das ist perfekt, Freunde. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, das ist toll. Ah. Wenn jetzt nämlich diese ultrahellen Lampen die ganze Zeit in mein Gesicht strahlen würden und die Füße nicht so ein bisschen stinken würden, wäre es perfekt. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Idee. Wie ich gegen das Licht angreifen kann. Ich will das hier in den Stuhl hinstellen. Und dann will ich noch auf der anderen Seite den Stuhl hinstellen. Jetzt pass auf. So. Oh, das wird perfekt. Oh, es ist optimal. Und jetzt pass auf hier. Jetzt habe ich nicht nur mein Haus, sondern ich habe jetzt auch meine Garage. Oh, es muss noch ein bisschen mehr. Warte, ich mache noch ein bisschen mehr. So. Gehen wir nochmal so rum. Oh, perfekt. Testen wir das mal aus. Und Leute. Oh mein Gott, ist das gut. Also das war wirklich... Das war wirklich die beste Investition hier. So, ein bisschen hier zu machen. So. Leute, guckt euch das an. Also wenn die anderen ansatzweise so ein krasses Shelter haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich schlafe in der Garage, ein bisschen random, aber es ist perfekt hier drin. Sehr gut. Okay, Freunde, keine Ahnung, wie viel Uhr wir es haben, aber wir machen ja schnell die letzte Task. Ich will jetzt gleich schlafen gehen. Dann werden wir jetzt noch die letzte Aufgabe schnappen. Stunde 90 im Dschungel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so einmal eine Nacht irgendwo sein würdet. Was eigentlich zu hat, so ein Laden. Würdet ihr eine Nacht im Obi verbringen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, es ist auch an der Zeit, meine dritte Challenge aufzumachen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Survival Companion. Wilson! Wir Menschen brauchen Gesellschaft. Und Isolation kann ganz schön aufs Gemüt drücken. Natürlich wollen wir euch diesen Stress nicht allzu lange aussetzen und haben uns daher freundlicherweise eine ganz besondere Challenge für euch ausgedacht. Jetzt, wo du eine Luxusunterkunft und ein stylisches Outfit hast, ja, das Outfit ist wirklich stylisch,
fehlt nur noch gute Gesellschaft. Was meinen die damit? Bau dir ein Survival Buddy, damit du nicht so alleine bist. Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Okay. Ich würde sagen, wir nutzen den Eimer dafür. Da habe ich auch schon eine sehr gute Idee im Fest. Der Eimer wird mein Aimi. Aimi wird mein Buddy werden. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Haare. Ich weiß was. Nee. Er hat einen Hut. Ja, ich hätte so einen kleinen Hut, das ist gut. So, okay. Jetzt brauchen wir noch einen Mund. So, da ist er doch. Mein bester Kollege. Aimi der Aimi mit der Mütze, Freunde. Ich habe das Haus nämlich nicht für mich gebaut. Ich habe das Haus für Aimi gebaut, Freunde. Guckt es euch an. So, da ist er. Alle Challenges sind erfüllt. Ich würde sagen, jetzt geht's schlafen, Freunde. Ah, ist das herrlich. Oh. Gute Nacht, Freunde. Ich kann sicher mit dem. Das ist das Gesicht. Kommt, Freunde, schaut euch das einfach nur an. Einmal hier so. Okay, könnt ihr es sehen? Das ist das Gesicht. Oh mein Gott. Freunde, ich verspreche es euch. Mein Buddy wird der beste Buddy sein. Schaut euch das an. Komm schon, es geht nicht zu. Okay, zack. Schaut schon mal top aus. Wo stellen wir meinen Freund hin? Was sagt ihr? Der ist ein wenig schüchtern. Der steht so, aber... Und somit bin ich mit Challenge 3 fertig. Moritz und Maria, die haben es sicher nicht so gut wie ich. Die haben es sicher nicht so gut wie ich. Solche Sachen, ich weiß selber nicht, wie ich das da gefunden habe. So eine Obi-Jacke ist wirklich sehr selten. Eine Ewigkeit später. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So crazy Sachen hier, ich hatte einfach Glück. Ich habe hier nämlich Nudeln. Und damit machen wir die Hände und die Füße von meinem Buddy. So, ich glaube, was brauchen wir noch? Einen Kopf haben wir, Hände haben wir. Irgend so ein Körper, ne? Irgendein Körper. Was könnte der Körper sein? Ich brauche einen Körper für mein Survival Buddy. Ich brauche einen Körper für mein Survival Buddy. Ich brauche einen Freund. Haben wir hier ein besseres Gesicht? Nee, haben wir nicht. Mit was mache ich den aber dann fest? Mit was mache ich die Sachen fest? Ich weiß es nicht. Achtung, Achtung. Eure Zeit ist abgelaufen und wenn ihr bis hierhin überlebt habt, dann begebt euch zurück an euren Aussetzungspunkt. Wir sammeln euch wieder ein. Wir können zurückkommen, endlich. Es war nicht so bequem, wie es aussieht, Freunde. Nein, mein Survival Buddy! Mein Survival Buddy! Ich schläge ihn einfach irgendwie hin. Ich mach das auf die Rutsche schnell, wir müssen das noch machen. Leute, so, unser Survival Buddy schläft gerade. Man sieht doch. Man sieht doch, da sind so der Körper, da ist das Ding. Da ist, wie heißt das? Da ist der Kopf. Maria möchte vom Kinderparadies abgeholt werden. Ich werde das niemals in meinem Leben vergessen. Komm, noch die letzte Umarmung. Also das hier ist Mohis Aussetzungspunkt, aber ich sehe ihn leider nicht. Bedeutet das, dass er es nicht geschafft hat? Mohi? Ich glaube... Warte! Mohi, du hast es doch geschafft! Ey, ich dachte, wir haben dich verloren, Mann. Warte. Komm her. Alter, du bist ja richtig warm angezogen. Hast du überlebt? Wie war's? Was ist passiert? Ich hatte so Angst. Ich war ganz alleine. Ich finde, du hast das mit Bravour geleistet und geschafft. Das war eine Glanzleistung. Hilfe! Moritz! Jetzt komm, ich gebe euch mal eine Roomtour. Kommt rein. Ich habe mir von irgendwelchen Mitarbeitern habe ich das Essen geklaut, so ein Pausenbrot gefunden. Ich habe dem Homie auch ein Haus gebaut. Hier habe ich meine Schlafstätte gehabt, mein Kissen. Ah, das ist dein Buddy. Ja, natürlich. Ist das auch sicher? Ja, ist das sicher. Das testen wir doch mal, ne? Wenn hier Hagel, also wirklich, ne? Maria! Denkst du, sie ist tot? Ich will du meine Freunde. Maria, wo bist du? Wir suchen dich. Leute, ihr seid wieder da. Ja, kommt alle schnell. Ich hab euch so vermisst. Komm schnell. Wir kommen. Ich bin im Paradies. Wo wart ihr die ganze Zeit? Willst du erstmal hier? Du scheinst es aber gut überlebt zu haben. Wollt ihr nicht meine Sachen sehen? Wollen wir ein bisschen chillen bei mir? Ich will alles sehen. Komm, lass bei dir chillen, Alter. Wir können ein bisschen bei mir chillen. Was ist los hier? Wo ist dein Buddy? Da ist er. Da ist er. Der schläft. Ach du Scheiße. Das war ein bisschen Zeit auf, also da hatte ich keine Zeit mehr, aber auch, ich hatte die Maus hier vorher,
Die habe ich nämlich gefunden. Und da habe ich denen schon gesagt, mit dem überlebe ich das hier. Da konnte ich schon nicht hier ein bisschen. War herrlich, war echt eine schöne Erfahrung vorne. Ihr habt das super gemacht, Mann. So, ihr seid dann Survival würde ich sagen, Kings and Queens. Survival auf 3. 1, 2, 3. Survival! Ich bin wirklich stolz auf euch. Ihr habt das so krass gemacht. Ne? Eure Shelters war wirklich von Top-Klasse bis Absturz dabei. Deswegen schreibt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die Shelters fandet. Und was sagt ihr? Also für mich war es herrlich. Ich freue mich extrem auf mein Bett, muss ich sagen. Ja. Aber ja. Ich hatte so viel Spaß. Ich war hier, ich hatte Palmparadies. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich wenn du das sagst. Stimmt ab, wer gewonnen hat. Und wer hat sowieso am besten heute Nacht ja delivered und abgeliefert und ist the Survival King or Queen of the Day and Night. Ja. Wen würdet ihr gerne mal ausgesetzt im Obi sehen? Schreibt das auf jeden Fall auch in die Kommentare, denn ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denn das macht ganz viel Spaß, also für mich auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, folgt dem Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Yeah. Bye! Bye.